So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Ich werde jetzt erstmal auch vielleicht für die nächste Woche jetzt nur eine Aufzeichnung machen und das ganz zeitnah dann veröffentlichen. So hat man eigentlich kaum Nachteile, weil der Livestream bzw. eben der Procaster funktioniert anscheinend nicht wirklich mit der Webseite oder nicht jedes Mal. So, kommen wir kurz zum Gold und zum Silber. Gold konnte gestern, nachdem er hier eine Umkehrkerze gemacht hat, an etwa hier, wie dieser graue Pfeil dargestellt war, an die 1237 etwa ranlaufen. Es waren jetzt 35 und dann nochmal abfallen. Hier heute Nacht gab es jetzt einen Rückfall bis an 1211 und ja, anschließend gab es Käufe. Bislang ist jetzt hier eine schöne Umkehrkerze da und es ist zwar hier möglich, dass es nochmals Richtung 1255 etwa läuft. Und dann nochmal hier runter oder eben die Alternative, das war jetzt hier der Move, der hier eingezeichnet ist. Und von dort an geht es jetzt dann steil hoch. Das muss man jetzt nach und nach nochmal begutachten. Wie gesagt, hier ist jetzt eine schöne Umkehrkerze erstmal entstanden. Bleibt die jetzt heute so am Freitag, kann man davon sicherlich gut aufbauen. Dann ist auch hier das horizontale Level verteidigt worden, genauso wie hier die Aufwärtstrendlinie. In Silber kam gestern ja ein kurzfristiges Kaufsignal zu tragen, auch das Kursziel erreicht. Dann am Nachmittag noch, ich war ja unterwegs, hier in Bayern war ein Feiertag, lief sogar noch bis, ja, gewaltig hoch, bis 16,65, um dann nochmal abzustürzen. Auf Schlusskursbasis, egal auf Stunden- oder auch auf Tagesbasis, wo ja das Setup sowieso noch intakt war, ist es weiter intakt. Mit der Umkehrkerze kann man genauso jetzt arbeiten. Neues Tief. Das Tief wurde jetzt nicht weiter abverkauft, nur eben ganz kurzfristig. Und auch hier wäre womöglich jetzt die Korrekturbewegung zu Ende. Würde jetzt auch, wie gesagt, mit dem Goldpreis auch super zusammenpassen. Dann zu den Aktien-Setups. Eine Cinco Solar ist mit Wucht durchgegangen. Gestern dann eine Inside-Kerze sozusagen fast. Ja, nicht ganz. Der Schluss, beziehungsweise nicht der Schlusskurs. Intraday wurde unter die Kerzen, unter das Kerzentief gehandelt. Allerdings eben über den dreifach ehemaligen Widerständen, jetzt Unterstützungen, ist der Schlusskurs zustande gekommen, also über dieser Marke. Dürfte weiter passen. Die ATVA scheiterte am EMA 200, gefällt mir jetzt nicht besonders. Tagesschlusskurs kam auch nicht über die 8,80 zustande, hier muss man aufpassen. Die Drillisch ist jetzt hier am Kauflimit, ja, ist gestern noch durchgefallen, tief eröffnet. Im Moment ist es jetzt ja nicht berauschendes Setup mehr, da die Kerzen mir jetzt natürlich nicht gefallen, aber die Dialog ist ja ist weggelaufen, ist leider nicht ganz mit dem Kauflimit, hat es nicht ganz gepasst. Allerdings, wer jetzt hier investiert ist, ja, liegt gut im Plus. Bei der Verbio, ja, war ich schon gestern und vorgestern nicht mehr ganz so euphorisch. Kann man noch handeln? Kann man noch mit Schlusskursbasis bzw. direkten Stopp hier gehen? Würde ja hier unten vorgestellt. Also ist, wenn man nur minimal im Minus. Die Daimler hat das Kursziel nahezu eben erreicht. Da gab es den Ausbruch, war auch nur kurzer Pfeil, da gab es eh noch keine größeren Moves. Die Xing wurde ja gestrichen. Stop-by-Marke ist dann eh nicht erreicht worden. Also hier
wäre jetzt nur nochmal möglich mit einem guten Chance-Risiko-Verhältnis, wenn es jetzt hier nochmal Richtung 1,66 oder 166 runterfällt, dann kann man recht mit einem recht engen Stopp, der dann hier knapp unter der Trendlinie liegt, eben handeln. Das wäre dann eben 5, 6 Euro, vorausgesetzt natürlich, dass es hier keinen Gap-Down gibt in Zukunft, kann man hier mit einem sehr guten Chance-Risiko-Verhältnis dann arbeiten. Bei den Forex-Setups, hier wenn man jetzt das Pfund gegenüber kanadischen Dollar, da würde das ja hier aus dem Wochenchart heraus vorgestellt, das erste Setup, und hier ist es jetzt wirklich für den EMA, nicht für den EMA, für den Rainbow-Indikator, ja, bislang das Kursziel erreicht, die Oberkante, hier prallt er dann ab, die Kursziele, beziehungsweise die Setups, auch hier das enger liegende Setup, wurde ja schon lange erfüllt und jetzt hier auch mehr oder weniger sogar das theoretisch die Gap-Oberkante erreicht. Auch hier noch beim Pfund gegen neuseeländische Dollar, wer hier nochmals reingestiegen ist, beziehungsweise auch hier unten, wurde nie, auch wenn der Stopp jetzt der etwas weitere immer nachgezogene Stopp wurde nie erreicht, der kurzfristige, wie jetzt hier ja auch beschrieben, da ist man ausgestoppt, aber mit einem gewaltigen Gewinn. Ganzes Kursziel ist jetzt hier nicht erreicht worden, allerdings auch hier wieder, wer noch investiert ist, jetzt enger nachziehen oder auf den letzten Tief, aber hier wäre man noch relativ weit weg, also Teilgewinne definitiv mitnehmen. Beim US-Dollar, kanadischen Dollar ist hier zunächst größerer Verkaufsdruck aufgekommen, gut 1% gefallen nach dem Dings, über 130 Pips, dann gab es jetzt hier einen bullischen Rebreak, mal schauen, ob hier jetzt was weiterkommt, das darf natürlich sich sogar bis hier oben noch ausdehnen, wenn es hier die erste Welle war, ist aber, ja, wäre jetzt hier wirklich, es war auch ja nicht kurzfristig, wer kurzfristig unterwegs war, natürlich musste hier seinen Stopp nachziehen. Wie gesagt, nach diesem Setup ist jetzt einfach hier oben noch der Stopp zu platzieren, der Anfangsstopp. Und mal schauen, wo sich's dann, wo das Währungspaar dann hinwandert. Dann darf es eben auch ruhig natürlich weiter fallen. Dann wäre es hier jetzt nicht unbedingt zu Ende. Das war jetzt hier eben ein kurzfristiges Kursziel. Aber auch hier läuft es dann wieder gut, wenn nicht sogar prächtig, und klar, hier mit Silber und mit einem Goldausstopper war die Woche natürlich nicht perfekt. Danke dann fürs Zuhören und ich kläre das dann nächste Woche mit dem Chris Kämmerer ab, ob ich jetzt die Live-Sachen immer per Aufzeichnung dann hochladen soll oder ob dann doch die Videos immer noch so vonstatten gehen wie sonst, aber dann kann es halt immer wieder zu Aussetzern kommen. Danke und bis später.